Ja, huhu, hier wieder beim Quali und bei The Secret World. Mit dabei wieder der Lesrak Dark. Und wir sind immer noch in der Akademie. Haben wir den. Entschuldigung. Solange du mir nicht hier während der Aufnahme auf den Tisch kotzt, ist mir das egal. Aber ich hab dich vorgewarnt. Zu meiner Verteidigung. Wir sind immer noch in der Akademie hier, wie ihr seht. Und ja, wir haben aber jetzt hier alle Quests durch, ne? Oder haben wir noch so ein Side-Quest? Wir haben noch ein Quest von ihm. Das ist gesperrt, bis wir alle anderen von ihm haben. Ah, okay. Gut, dann machen wir das doch gleich. Und dann kriegen wir so einen komischen Mantel. Kein Mantel, leider nur so eine, diese Hoodies oder so, wie die heißen. Bäh, Hoodies. Obwohl, Eukalypta ist ja am Anfang auch mit Hoodie durch die Gegend gelaufen. Mittlerweile ist sie ja etwas schicker unterwegs. Eukalypta, die zweite, wo wir mit Matt. Eukalypta, die zweite? Ja, die erste sah doch aus wie eine alte Frau. Ach so. Ja, komm. Sie sah aus wie eine alte Frau. Oh. Vielleicht war es auch eine alte Frau, kann auch sein. Okay. Hast du was gegen alte Frauen? Ich habe allgemein was gegen ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich bin auch absoluter Vampir. Jetzt fühle ich mich diskriminiert. Nein, ich weiß schon, ich habe nichts gegen Leute, die alt sind. Ich habe was dagegen, selber alt zu werden. Ach so, ja. Kein Handschlag bitte. Bei Körpertemperatur schauen. Ah, stimmt. Hier unten haben wir noch ein Haus, herausgefordert. Oh, mein Quietschestuhl auf Doom quietscht wieder. Ja. Okay, herausgefordert, gucken wir uns mal an. Ein Wraith? Sehr unwahrscheinlich. Sie können nicht fern von ihrer Leiche erscheinen. Außer den Yazidi wusste niemand... Oh, die Yazidi. Als kleines Kind sprach ich einmal versehentlich einen Todesfluch, der meine Mutter, unsere Nachbarn und ein Paar auf der Straße umbrachte. Doch ihr kleiner brauner Hund blieb verschont. Ich war jung und brauchte das Wissen. Carter, ich habe etwas von mir in dir wiedererkannt. Eine große und schreckliche Macht, aber geformt mit der Sorgfalt, die mir verwehrt blieb. Das ist nicht gerade ermutigend, Sir. Deine Magie hat ziemlich sicher noch keine unmittelbaren tödlichen Verletzungen hervorgerufen. Dieses lose Ende ist jetzt ein Henkersknoten. Das Exorzieren eines Wraiths erfordert immer ein spezielles Opferritual. Mit mir als Opfer. Oh nein, auf gar keinen Fall. Es ist die einzige Lösung. Im Reich des Pfauenkönigs verlangt Blut nach Blut. Das ist der Preis törichter Magie. Das hätte ich gern auf meinem Grabstein. Das wird nicht passieren, HJ. Wenn es ums Okkulte geht, folge ich meistens Ihrem enormen Verstand. Aber in der heutigen Lektion werden Sie etwas über Kompromisse lernen. Das klingt schmerzhaft. Nicht so schmerzhaft wie ein Pentagramm aus Ihren Eingeweiden. Du erinnerst dich an das Buch der Flüche. Wirklich eine Musterschülerin. Okay. Eine Spritze aus dem Erste-Hilfe-Kasten nehmen. Und jetzt eine Probe von Hayden Montagsblut nehmen. Und ganz viele Erfahrungspunkte dafür bekommen, warum auch immer. Über Wraith in der Bibliothek recherchieren. Okay. Ja, ich renne doch nicht in den Gängen. Und tue ich doch. Entschuldigung. So. Konfrontation mit dem Wraith. Das Spiegelbild. Konfrontation ist niemals die optimale Handlungsweise, aber falls sie doch einmal unvermeidlich ist, bedenken Sie, dass der Wraith unsere physikalische Realität verabscheut und über den Geist in einer seiner intendierten Opfer wahrnimmt. Stark reflektierende Oberflächen wie etwas Spiegel sind anscheinend Fluchtwege für den Wraith, wenn er aufgeregt ist. Ist der Wraith durch einen Spiegel hindurchgetreten, wird er immer versuchen, seinem Opfer durch einen anderen Spiegel doch noch beizukommen. Okay. Check ich.
Bist du noch da? Ja. Gut. Ich meine nicht. Ich versuche nur gerade Luft anzuhalten, das soll ja gegen Schlucker helfen. Achso. Ja, Erschrecken hilft auch. Oh ne, ich hasse es, erschreckt zu werden. Ich werde immer voll aggressiv. Das ist nicht gut. Also für die Person, die mich erschreckt. So, was haben wir denn hier? Ein Okkult-Spektrometer. Och nee, nicht schon wieder so ein scheiß Piep-Ding-Teil. Ich hasse das. Wo ist das Ding? Ich muss erstmal hier meine ganzen eingesammelten Teile mal ein bisschen ordnen. So. Montagsblut. Okkult-Spektrometer. So, was muss man jetzt damit machen? Nichts geschieht. Warum nicht? Quest ist schon eine Weile her. Wir sollten erstmal zu dem Spiegel gehen. Muss zum Spiegel gehen. Mich ansehen. So. Hast du gut hingekriegt. KP, 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 KP. So, jetzt muss ich es benutzen hier, okay? Na? Hallo? Warum kann ich das nicht benutzen? Hast du es schon benutzt? Ja. Ich kann das irgendwie nicht benutzen. Das ist eine andere Art von Piepen. Ah, ich habe auch das Falsche. Nee. Tja, das kommt davon, dass du immer jeden Scheiß in der Tasche behältst. Das ist ja kein Quaken, das ist ja... Ich meine, das ist kein Piepen, das ist ein Quaken. Und? Das ist ja noch nerviger. Ernsthaft jetzt? Das Allernervigste ist der Hahn hier, der neben uns wohnt. Ja, ich weiß, ich habe mal gesagt, dass der gar nicht fällt, aber das stimmt nicht. Ja, ich weiß ganz genau. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir uns unterhalten haben, da hast du es erzählt. Da hat er uns wahrscheinlich nur in Sicherheit gewogen. Der Sack. Merkwürdigerweise, der kräht nie, wenn die Eltern meiner Freundin da sind. Irgendwie schüchtern die den ein. Okay. Ist es nicht immer so, Schwiegereltern schüchtern jeden ein? Wahrscheinlich. So, montags Blut in der Nähe verspritzen. Ja, das überlasse ich dir. Also hier, ja? Okay, dann verspritzen wir das Blut doch mal. Spritz! Den Spiegel auf den Boden legen. Welchen Spiegel? Ach, den Spiegel. Hallo! Wow! What the fuck? Erstmal anvisieren und dann kann ich das auf ihn schießen. Ja, da habe ich es mit meinen Angriffen besser. Er ist klein. Oh, süß. Spiegel angreifen. Ah, okay. Spiegel angreifen. Okay. Und wieder. Das Spektrometer benutzen. Und jetzt geht's wieder. Quark. Und das geht jetzt Quark. Eine ganze Weile. Wieso? Also die nächsten drei Folgen. Ich hoffe nicht. Nein, aber diese Folge wird es locker dauern. Hier ist ein Spiegel. Ich habe ihn gefunden. Wow, drei Malons. Maluns, oder wie die heißen. Nope. Spiegelbilder. Ich schieße schon mal auf das Spiegelbild. Kaputt. Du weißt, dass es Unglück bringt. Ja, ja, das ist mir schon klar. Na, hier ist noch einer. Von meinem letzten Spiegel habe ich jetzt, glaube ich, noch circa ein Jahr übrig. Hast du echt schon mal einen Spiegel zerbrochen? Ein. Ja, wieso? Du noch nie? Ich kann mich nicht daran erinnern, schon mal einen zerbrochen zu haben. Okay.
Naja, ich habe zwar schon einige Spiegel zerbrochen, aber meine Ex-Freundin, die ist da sehr viel aktiver gewesen. Die hat so morgens so, wer bist du denn? Kaputt. Nein, die hat die gerne nach mir geworfen. Und ich rede nicht von so kleinen Handspiegeln, ich meine wirklich die zum Hinstellen, ne? Hier, komm raus, du bist viel. Was du dir immer für Frauen aussuchst, ey. Naja, ich nehme einfach die, die mich aufnehmen. Da bin ich ehrlich. Ich bin nicht erwiderisch. Wir können ja mal einen Aufruf starten. Also Leute, Frauen da draußen, wenn ihr keine Kinder haben wollt und auf Lesrak Darks Stimme steht. Meldet euch. Das mit der Stimme war schon mal richtig mies. Damit haben wir schon mal 90% abgeschreckt. Auch auf jeden Topf passt ein Deckel. Nee. Los, glaube ich nicht. Aber ich bin ja auch nicht unglücklich damit. Ich habe mich ja dran gewöhnt. Das ist das Wichtigste. Irgendwie ist das ein bisschen einfallslos hier mit dem Spiegel zerstören. Ja. So einfallslos das ist, so, so geil ist das Ende. Quack, 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 quack. Ist ja auch ein Spiegel. Ah, hier draußen. Stopp, wir kommen. Ja. Oh, der Raid auch noch. Warum denn nicht? Ach, war das dieser Raid, von dem du immer gesagt hast, dass du den so scheiße fandest? Ja. Das ist gar nicht so schlimm. Ich meinte die Quest mit den Spiegeln. Darauf war es bezogen. Ach so. Ja, die ist ein bisschen langweilig bisher. Also. Natürlich ist sie für dich langweilig. Wir sind ja auch zu zweit. Ich war damals alleine. Und der drückt ordentlich Schaden raus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Befluchten besiegen und im Projektor einschließen. Ah, okay. Jetzt müssen wir ihn rauskriegen, dann den Spiegel zerstören. Ist er draußen? Nee, ich geh schon mal auf den Spiegel. Hier ist auch noch eine Nebenquest, die sind auch noch nicht. Ja, kann sein. Ich glaube, das ist so eine richtig komplexe, wo du überall hinrennen musst. Projektor benutzen. So, wir haben einen der gefährlichsten Geister, die existiert, auf eine so eine Disk eingesperrt. Oder was dafür halt benutzt wird. Haha. So, dann mal zurück zum Montag, ne? Ja. Aber ich hatte die Quest länger in Erinnerung. Noch länger? Ja. Moment, hier ist falsch. Moment, wo geht's denn hier raus zu dem Montag? Da. Hallo? Bericht senden. Die Grenze zwischen unseren Freunden und Feinden ist oftmals nicht klar auszumachen. Manchmal ist es das Beste und das Schlimmste für beide, dafür zu sorgen, dass sie einen weiteren Tag leben. Okay. Oh, ist schon wieder so ein scheiß Item. Ich krieg nur Kack-Items. Ja, nicht nur du. Ja, nicht nur du. Du würdest doch am liebsten sowieso zwei Bolter haben, ne? Hä, hey, Bolter nicht. So, hallo, wer bist du denn? Oh, hi. Na, schon wird der wuschig. Ich bin dauerwuschig. Aha. So, zum Victorstagwald gehen. Mit dem Motorrad kann man auch dahin fahren, bestimmt.
mir in Ruhe, ihr komischen Anatomie-Exemplare. Das war ein Flo Vertraute. Ja, ist doch alles dasselbe. 3 plündernde Wendigos töten, okay. Wenn ich einen sehe, töte ich ihn. Los. Da. Haben wir diese komische Feuerquest auch schon? Ja, die hatten wir schon gemacht. Da hatte ich gesagt, wir sollten noch warten. Da hast du aber gedacht, ach komm, die kriegen wir doch hin. Ja, haben wir. Oh, das erste Mal, dass ich den Messhack heilen muss. Entschuldigung. Es tut mir leid, dass ich dir solche Umstände mache. Das ist nicht zu entschuldigen. Ich schäme mich auch irgendwann mal dafür. Wenn du dafür Zeit hast. Da muss ich aber echt viel Zeit für haben. So, einen haben wir. Da hinten sehe ich schon noch einen. Komm, Putti, 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 Putti. Ich glaube, in der nächsten Folge hole ich Putin mal wieder raus. Ja, Putin! Los! Und schon werden wir von der NSA überwacht in diesem Spiel, weil wer Putin gesagt hat. Meinst du? Weiß ich nicht. Die Frage ist nur, werden wir erst ab dem Punkt überwacht, wo du das im Video zeigst, also wo das Video draußen ist, oder schon jetzt? Oh, liebe NSA-Mitarbeiter, falls ihr diesen Stream seht, viel Spaß! Ah, da oben ist einer. Ein NSA-Mitarbeiter. Sowas ähnliches, ein Wendigo. Sowas ähnliches, ja geil. Ja, was? Ja, nix. Ist ja gut. Alles gut. So, die haben ja nichts entgegenzusetzen. Natürlich nicht. Mit deiner überragenden Heilung. So, zu Red's Bait and Tackle gehen. Die haben uns natürlich nichts entgegenzusetzen. Mit deiner überragenden Heilung und meiner Hau mir in die Fresse Grenzen. Wir können ihnen nichts tun. Komm, Turbo Boost, du wirst schneller fahren. Yeah. Oh, voll gegen den Baum. Ich würde sagen, gut, dass du kein echtes Motorrad hast. Ja, das wäre nicht so gut. Hier ist ein Wendigo. Ich glaube, den müssen wir töten. Und einen Drauger haben wir auch noch gezogen. Gehen wir aus dem Kreis raus. Ach, ehrlich gesagt bin ich auch gerade nur an deine Stelle gegangen. Bei mir war die Gegend noch im Nachladen. Ich bin gerade die Ratten nur gefolgt und hab draufgehauen. Aber hey, hat ja geklappt. Ja. Mega lag. Ja? Okay. Das ist bei mir immer. Nice, nice. So, Bericht senden. Okay, wir müssen in die Richtung gehen, die das Universum vorsieht. Aber wir müssen auch die Bewegung des Universums lenken. Okay, sehe ich ein. Habe ich eigentlich schon hier super Knarren? Habe ich mir da schon mal welche gekauft gehabt? Ja. Ja, habe ich. Und was sieht es mit den Klauen aus? Habe ich mir auch gekauft gehabt. Okay. Glyphe ist auch schon drauf. Okay. Alles klar. So. Hier unten gibt es ja irgendwo noch Quests. Ja, hier drin. Hier drinne. Einige. Hier draußen auch. Ja. Oh, es leckt gerade ein bisschen bei mir. Okay, jetzt geht's. Natürlicher Schutzzauber. Einen Schutzzauber untersuchen. Ah, okay, mache ich doch mal glatt hier. Zack. Eine Sehne von einem tiefen Wesen beschaffen. Wahrscheinlich von dem, was da gerade ankommt. Das ist kein tiefes Wesen. Das sind die nervigen. Ah, das ist ein Akkab. Ja. Oh, hallo Akkab. Meine besten Freunde. Ich kann den Akkab gerade nicht beschießen, weil irgendwie die Tasten nicht gehen. Ach, ist nicht so schlimm. Tasten gehen echt nicht. Moment. Nicht zu weit von meinem Funkempfänger zu weg. Ach, die Akkabs können doch nichts. Doch, nerven.
will. So, schwarze Feder. Okay. Noch ein Acker. Ich mach mal Quit an für uns. Damit das was schneller geht hier. Noch 4 Punkte übrigens, dann kann ich auch mit meinen Schüssen heilen. Dann wird's imbar. Aber wir sind ja jetzt schon imbar. Dann wird's OP. Okay. Oder OP imbar. Dann wird's Elder-mäßig. Oder Elder Necron kombiniert mäßig. Ja. Verteidigungsstärke der Necrons und Offensivstärke der Elder. Ja. Yeah. Boah, das wäre eine kranke Armee. Hier hinten ist noch so ein Vieh, das können wir auch töten, oder? Natürlich. Töten wir, wo es was zu töten gibt. Akaps, nur ein toter Akap ist ein guter Akap. Das ist direkt noch ein Acker. Ich hasse euch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle ausrotten. Ich hoffe, du hast nicht mit den Zuschauern gesprochen. Wenn darunter Acker sind, kann ich nichts versprechen. Aber nein, die Zuschauer mag ich ja. Okay, ich brauche noch eine Feder. Wo haben wir denn noch eine Feder? Vor allem den einen, der fast jedes Video von dir immer liked. Ja, der volle Sack. Nein, der ist doch super, super toll. Mist. Tja, da hat man wohl ein bisschen zu viel auf die Hüften gepackt, ne? Fräulein Eukalypta? Nee. Ha, immer das noch könnte erklären, Seele warum ich mir freundlich ankomme. Hier sind schon wieder 2 Akaps hier für dich. Nur für dich. Dankeschön. Zwei Akaps gleichzeitig. Quali. Ja. Kurze Frage. Antworte mal mit dem ersten, was dir einfällt. Science Fiction oder Fantasy? Science Fantasy. Oh. Gute Antwort. Das ist eine Fangfrage. Ah, aber bei jedem, der bei mir im Bekanntenkreis ist, kommt immer nur eins von beiden. Hier sind komische Viecher. Ja, tiefe Wesen. Dafür müssen wir Seen beschaffen. Cthulhuid! Ah. Oh, Cthulhu wo? Die tiefen Wesen, die sind aus Cthulhu eigentlich. Kennst du dich nicht mit dem Mythos aus? Nein. Schade. Frag mich was. Niemals hier, wie hieß das noch, die vorkommen? Ziemlich gutes Buch. Ich hab gerade so ein Gehirn. Teil. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Schatten über Innsmouth. Tauchen in dem Buch Vampire auf? Nein, aber tiefe Wesen. Denn ist die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig, dass ich das Buch schon mal gelesen habe. Bei Vampiren hat man wenigstens eine Chance. Es gibt auch ein gutes, gute Hörsachen davon auf YouTube. Okay. Falls dir das mehr zu sagt, geschrieben. Nein, wenn lese ich lieber geschriebene Sachen. Also generell die Lovecraft-Sachen kann man sehr gut lesen. Auch Lovecraft sagt mir was. Ja, H.P. Lovecraft. Das ist ja der Erschaffer des Cthulhu-Mythos. Ist das mit Cthulhu eigentlich jetzt wirklich nur was für ein Spiel und so für Romane verwendet wird, oder ist wirklich Leute, die daran glauben?
Keine, es gibt bestimmt irgendwelche Deppen, die da dran glauben, ja. Ja, muss man ja manchmal fragen. Einen Schutzzauber zusammensetzen. Müssen wir das jetzt wo, wahrscheinlich hinten an dem Desk oder? Nee, in unserem Inventar. Mir fehlt noch eine Sehne. Ich hab alles schon. Glaub ich. Okay, du hast also schon alles. Und jetzt muss ich einfach nur blöd zugucken, oder wie? Ja. So geht das heutzutage. Fertigen. Jetzt habe ich auch alles. Siehste. Geht doch. Ich muss jetzt nur noch mal herausfinden, wie man noch mal das eine Ding geöffnet hat. Mit Y. Das würde ich nur ohne dich tun. Sterben. Erkunden Sie die Küste von Solomon weiter, als würden Sie eine scharfe Klinge entlang gehen. Hä? Wer ist denn schon jemand an eine Klinge entlang gegangen? Ich? Schauen Sie nicht auf Ihre Füße. Halten Sie Ihr Gleichgewicht, indem Sie sich auf Fixpunkte vor Ihnen konzentrieren und machen Sie sich Notizen. Alles andere wäre ignorant und würde irgendwann zu einem fatalen Scheitern führen. Jetzt muss ich mir noch was aufschreiben, oder was? Wie jetzt? Ja, stand doch in der Nachricht, die wir gekriegt haben. Ja, das sind aber keine Quests, die Nachrichten. Nein, aber das sind Anweisungen von unserem Chef. Der weiß doch selber nicht, was er will. So. Welche nehmen wir denn zuerst? Amy. Hier, Amy oder Raid? Amy, okay. Immer die Frauen zuerst. Ich weiß schon, Lesrak ist klar. Kyra, hast du abgespült? Kyra! Was? Ich höre dich nicht. Geschirr. Noch nicht. Wozu die Eile? Wir kriegen doch keinen Besuch. Und zwar nie wieder. Oh, Besuch, cool. Bleiben Sie zum Abendessen? Es gibt Reis und altes Brot. Und Dörrfleisch meines Onkels aus den 90ern. Er konnte es nie verkaufen. Frag mich warum. Kyra, ich muss mich für meine Tochter entschuldigen. Aber die Situation ist nicht so einfach für uns alle hier. Wir drehen langsam ein bisschen durch. Ich dachte immer, wenn wir unser Land beschützen, so wie es unsere Pflicht ist, beschützt es auch uns. Entweder war das Unsinn oder wir haben unsere Aufgabe nicht erfüllt. Ja, wenn wir uns verstehen würden wie eine richtige Familie, statt drüber zu streiten, wer was zu wem gesagt hat. Vor 40 Jahren. Dann würden wir vielleicht nicht hier festsitzen mit Dosenfleisch und Erbsen. Das ist der Preis für Uneinigkeit und Zwietracht. Aber das Land ist stark und schlägt zurück. Wenn es kann. Wir müssen diese Stärke nur nutzen. Und worauf wartest du dann, Mom? Geh raus und nutze sie. Besser als rumsitzen und Bohnen essen. Ach ja, es gibt ja auch noch Bohnen. Morgens, mittags, abends und als Mitternachtssnack. Überraschend abscheulich. So einfach ist es nicht, Kyra. Leider nicht, aber wir sind allein. Und ich schaffe das nicht allein. Wir brauchen Hilfe. Und bis dahin müssen wir die kleinen Dinge erledigen, wie die Hausarbeit. Würdest du also bitte abspülen? Okay, okay! Wenn die Monster uns fressen, haben sie wenigstens saubere Teller. Ja, wie rücksichtsvoll. Ja, gut. So ein Zelt mitten im Haus ist auch nicht so schön. Die spült ja immer noch nicht ab. Was? Sie sitzt doch wieder hier, die soll abspülen. Frage ist auch was, hier ist auch kein Teller irgendwo. Das ist einfach nur jemandem eine Aufgabe zu geben, damit er eine Aufgabe hat. Kennst du das nicht? Mystisches Buch über Pilze untersuchen. Pilze. Merkst dir lieber. Wieso? Weil du in die genau der Kombination musst du sie reinwerfen. Später. Moment. Purpur. Violett. Schwarz. Und Geist. Aufgeschrieben. Cheater. Ich hab nämlich, bin danach nämlich einfach losgegangen, hab die Pilze geholt und dann konnte ich das Buch nicht mehr anklicken. Oh.
Naja, wir machen jetzt hier erstmal einen Break und falls ihr Frühstück für Champions auch mögt, dann guckt doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es wieder heißt The Secret World. Bis dahin, have fun, euer Koali und euer Death Rack Duck. Tschüss.